Was geht ab, liebe Pölersbande? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und es ist wieder Reaction Time. Ja, und wieder geht es um Broski, aber nicht um ihn alleine. Nein, es geht um die Broski Show, denn da haben sie in der letzten Sendung wieder auch über Borussia Dortmund gesprochen und insbesondere über Trainer Edin Terzic. Steht er vor dem Aus? Wir hören rein und reagieren und das Ganze machen wir jetzt. Viel Spaß! Und da sind wir in der Szene und sehen schon einen Teilausschnitt der illustren Runde der letzten Sendung at Broski. Wundert euch nicht, dass ich ein bisschen vorgespult habe, liebe Leute, denn im ersten Teil des Videos ging es um den VfB Stuttgart, ging es um Bayer 04 Leverkusen, ging es auch um das direkte Duell der beiden und ja, zusammenfassend kann ich sagen, das ist anderer Fußball als der, den wir zuletzt als gebeutelte Borussen so zu sehen bekommen haben, definitiv. Pletti hat auf jeden Fall auch zugegeben, dass er den VfB Stuttgart nicht da gesehen hat, wo sie jetzt aktuell stehen. Da schließe ich mich an. Sie haben eben über Sebastian Hoeneß und Co. gesprochen. Das heißt, ich habe das jetzt schon mal so weggeguckt für euch und kann mich da als Borussia Dortmund-Fan auch nur nahtlos anschließen. Wir wollen uns in diesem Video aber eben um den BVB kümmern und das tun wir jetzt. Und natürlich ist diese Sendung auch entstanden vor unserem Champions-League-Spiel gegen PSG. Wie wir alle wissen, haben wir 1-1 gespielt, sind dadurch auch wirklich als Gruppenerster durch. Ob das aber Edin Terzic direkt wieder komplett sicher in den Stuhl bringt oder nicht, das werden wir sehen. Ich finde gerade die Duelle jetzt gegen Augsburg und auch Mainz in der Bundesliga sind da sehr entscheidend und sehr wichtig. Und da bin ich mal gespannt, ob wir diesen Schwung mitnehmen können. Aber da wird die Runde wahrscheinlich auch gleich drüber sprechen. Und wir starten direkt mal rein und hören mal, was bei Ed Broski so über Borussia Dortmund gesprochen wurde. Wir müssen auch über Borussia Dortmund sprechen, die sich selber gerne an der Bundesligaspitze sehen würden. Hab mich schon gefragt, warum willst du über die Spitze und dann Dortmund reden? Oh, ich sehe enttäuschte Gesichter in gelben Trikots. Das ist auch okay. Oh. Aber es ist das schönste Trikot, was ihr anhabt, ne? Ja. Das ist wirklich. Aber aus. Und lieber Manu, ja? Vielleicht möchtest du das Trikot, was man da jetzt sieht, ja haben für dein nächstes Video, weil ich sag mal, damit du dich da besser reinfühlen kannst, machst du ja alle Videos, die kommen im jeweiligen Vereinstrikot. Ja, wobei, das wird dir wahrscheinlich nicht stehen. Ich lerne durch sowas als Borussia Dortmund-Fan bei solchen Spitzen. Ich glaube, Manu ist Bayern-Fan oder so, das wird auf jeden Fall passen. Lerne ich so ein bisschen Kontenance zu wahren, weil emotional regt sich da etwas in mir, aber ich lächle das einfach weg. Ne? Ich lächle das einfach weg. Aus den 90er Jahren, das ist ein tolles das ist richtig, Trikot. Ey, das war das erste Trikot, wie viel das ich willst hatte. Du dafür? Ja, siehst du? Kommen wir später drauf zurück. Ja, will er wahrscheinlich haben hier fürs nächste Video, ne? Damit wenigstens die Likes dann aufgrund des schönen Borussia Dortmund Trikots noch ein bisschen besser sind oder so, ne? Oder die Klickzahlen. Grüße gehen raus. Die Dortmunder verlieren ihr nächstes Spiel in der Fußball-Bundesliga, ebenfalls im Pokal ausgeschieden. Jetzt 3:2 gegen RB Leipzig. Wir wollen einmal ganz kurz auf die Highlights schauen. Ui! Wir wurden gefindet. Was hast du gesagt? Hier wurde gerade etwas gezündet. Es riecht nach Rauch. Aber das muss er selber erklären. Oh, mach die Fackel an, Frank. Nee, war auch schlecht verteidigt. Ja, hör auf zu lügen. Sag, was du gesagt hast. Ja, der deutsche Nationalspieler. Ne? Einmal Arschwackeln, weg. Und also niemand macht den Jungen zum Nationalspieler, weil er Dinge nicht kann, sondern weil er sie kann und besser als andere. Sonst wäre er nicht Nationalspieler. Und das zeigt, dass wir halt einfach auch in dem Bereich Probleme mit der Qualität haben auf Top-Niveau. Werden wir gleich nochmal zu sprechen drauf kommen, wenn es um das Thema Nationalmannschaft geht. Ich meine, es ist ja auch bezeichnend, dass aktuell kein Nationalspieler bei Bayern in der Viererkette steht. Also auf keiner der Positionen. Borussia Dortmund, Terzic, ist da wirklich angezählt? Also viele Dortmund-Fans machen einen unzufriedenen Eindruck, weil irgendwie ist es auch so eine ambivalente Saison. In der Champions League ist man durch diese Mördergruppe weitergekommen, wo eigentlich viele mitgerechnet haben, gut, wenn es gut läuft, wären wir vielleicht Dritter. Wenn es ganz gut läuft, irgendwie durch. Jetzt steht man auf Tabellenplatz 1 vor dem letzten Spieltag. In der Liga hapert es, im DFB-Pokal wurde man vorgeführt. Und da will ich nochmal kurz reingrinden, ne? Warum das vielleicht auch so ambivalent ist. Dieses Jahr. Als diese Gruppe ausgelost wurde in der Champions League, bin ich auch ganz ehrlich, habe ich jetzt auch nicht Borussia Dortmund auf 1 gesehen. Ich habe auch gesagt, es könnte spannend sein.
Und ich habe mir jetzt nochmal so ein paar Instagram-Kommentare unter dem BVB-Post zu dieser Gruppenauslosung so durchgelesen. Und da waren viele not amused. Ich glaube, das war so zu der Zeit, wo man ein desaströses 2-2 gegen Heidenheim auf den Rasen gezaubert hat. Und entsprechend war halt auch die Stimmung, weil man da dann dachte, ey, du spielst 2-2 völlig desolat gegen Heidenheim. Wie soll das in der Gruppe was werden? Ich glaube tatsächlich aber in der Gruppe sind halt die klangvollen Namen. Ja, da hat jeder Spieler schon mal per se, weiß ich nicht, 3-5% mehr Bock als irgendwie gegen Darmstadt oder eben Heidenheim oder so. Und psychologisch ist es auch ganz gut, weil gucken wir doch mal, wenn Borussia Dortmund in der Champions League-Gruppe so nach vorne geschrieben worden ist in den letzten Jahren, so als Gruppensieger quasi schon im Vorfeld tituliert wurde, ist ja eine machbare Gruppe, da haben wir es dann verkackt. Aber in so Todesgruppen oder gegen Gegner, wo du eigentlich Underdog bist, da läuft es dann, weil auch da eigentlich doch klar ist, wenn du rausfliegst, dann war es irgendwie erwartbar, hat jeder damit gerechnet, ist klasse, ist jetzt nichts Außergewöhnliches passiert. Das heißt, in so einer Gruppe kannst du eigentlich nur glänzen, brillieren und gewinnen, weil wenn du dann, wie jetzt, auch weiterkommst, oh, da hat ja keiner mit gerechnet, wow, Hut ab vom BVB, fliegst du raus, sagt jeder, ja, habe ich da vorher schon gesagt, vor 3 Monaten. Und das ist vielleicht das Ambivalente, dass du das in der Gruppe hast. Und in der Bundesliga ist es so, ja, da bist du halt dann auch in vielen Spielen zumindest vom Namen her immer noch der Favorit. Und ja, da fehlt dir so ein bisschen der Glanz und das ist ein anderer Wettbewerb, das ist so Daily Business und so. Und so kann für mich, ist ein Erklärungsansatz, keine Ahnung, ob es endgültig der einzige Grund ist, aber für mich ist es zumindest schon so erklärbar, dass es deswegen so kommen kann, dass wir in dem einen Wettbewerb, hui, und in den anderen eher pfui spielen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Gegen Stuttgart, die das natürlich super machen diese Saison, aber letztes Jahr nun mal Relegation gespielt haben, wurde man 2-mal vorgeführt. Könnt ihr die Kritik an Terzic, seinem Spielstil, auch verstehen? Oder sagt ihr, hey, die haben einfach dieses Jahr nicht so einen guten Kader zusammen? Manu? Ich vermisse einfach die Zeit, in der man diesen Vollgasfußball gesehen hat von Borussia Dortmund, als man voll draufgegangen ist, mit viel Tempo dann umgeschaltet hat. Die Zeit ist halt leider vorbei. Edin Terzic schon in seiner ersten Zeit hat er ja erstmal versucht, die Defensive zu stabilisieren. Das war kein so schöner Fußball. Jetzt in seiner zweiten Amtszeit sieht es relativ ähnlich aus. Ich tue mir ehrlicherweise ein bisschen schwer mit der Bewertung der Gesamtsituation, weil ich die Internas nicht kenne, diese Transferstrategie, wieso Emre Can Kapitän geworden ist und so weiter, da schwingt so viel mit. Und aber man hört ja raus, dass es da diese zwei Fraktionen gibt. Ne? Einmal die Fraktion Kehl, die dann zum Beispiel auch die kreativeren Transfers anschieben wollte, wie zum Beispiel Alvarez für die 6. Und dann Terzic, der halt gesagt hat, du pass auf, ich bin hier vorher, glaube ich, technischer Direktor gewesen. Ja. Ich weiß, was ich hier mache. Und ich will den Emre Can als Kapitän auf der 6 haben. Deshalb brauche ich den Alvarez nicht. Ja. Es scheint ja auch irgendwie ein bisschen zu haken da. Ja, genau. Und das meine ich ja, dass Ich habe schon das Gefühl, dass der Fußball von Woche zu Woche schlechter wird, dass der Fußball von Woche zu Woche eindimensionaler wird und dass Borussia Dortmund das fehlt, was sie früher so stark gemacht hat. Und das war eben dieser Powerfußball. Nur tief hinten drin stehen und wie ein Absteiger spielen, das funktioniert nicht. Wie ein Absteiger spielen. Lieber Manu, das solltest du so nicht sagen. Hinterher gehst du noch viral mit einem Kurzclip. Und wenn ich dann sage, wir spielen wie ein Absteiger, ihr Versager, ja, dann ist das Resultat davon. Und das kann ich nochmal kurz aufgreifen. Manu, wir lassen dich gleich weiterreden. Ich kann dir bis dahin nur komplett zustimmen. Es ist so. Und wir haben in dem Spiel gegen den VfB Stuttgart im Pokal auch wirklich wie ein Absteiger gespielt, ihr Versager, weil versagt haben sie. Sie sind ja sang- und klanglos ausgeschieden. Und deswegen stehe ich zu 1 Million% zu diesem Sing-Sang, den ich da rausgehauen habe. Und ich verstehe immer noch nicht, warum man das unbedingt gegen Borussia Dortmund interpretiert, gegen den Verein. Das ist gegen die Spieler, das ist gegen die Spielweise gewesen, ja. Weil das ist das, was Manu gerade gesagt hat. Ich kann mich auch nicht identifizieren mit diesem Defensivfußball, mit wenig Umschaltfußball, mit wenig Offensivpower. Und wenn du dann so desolat aus dem Pokal fliegst gegen den eben letztjährigen Relegationsteilnehmer VfB Stuttgart, die es wirklich gut machen, keine Frage, aber dann musst du auch aus der Emotionalität als BVB-Fan sagen können und singen dürfen, auch mal süffisant und ein bisschen sarkastisch und zynisch, wir spielen wie ein Absteiger, ihr Versager,
Weil das habe ich so empfunden. Und da stehe ich zu 1.000.000% hinter. Egal, was ihr sagt, was bist du denn für ein Fan? Du bist doch kein Fan und so weiter. Doch, ich bin und bleibe Fan von Borussia Dortmund, aber nicht von dieser Art und Weise. Und das sagt ja Manu auch. Ich vermisse diese Zeit, dass wir einfach auch mal offensiver spielen. Und gegen PSG, das konnten die Herrschaften in der Runde jetzt noch nicht so wissen, haben wir das ja auch getan. Da war es ein mutigerer Ansatz, da war es ein offensiverer Ansatz. Wir haben auch hinten leidenschaftlich gespielt. Auch das kann packend sein und mitreißend sein, siehe Süles Grätsche. Aber wir haben auch unser Heil mal wieder nach vorne versucht und gesucht. Und direkt ist auch das Stadion wieder da. Und direkt ist es wieder packender und mitreißender und emotionaler, gerade bei einem Ruhrpott-Verein. Und das wünsche ich mir. Und ja, deswegen, Manu sagt es ja auch gerade nochmal, spielen wie ein Absteiger. Ne? Da habt ihr das ja nicht zuerst gehört. Bei mir habt ihr das zuerst gehört, aber da hört das nochmal von jemandem, der mit Borussia Dortmund nicht viel zu tun hat, außer dass er in seinen Videos die Trikots trägt. Ne? Nicht. Ja, wenn du zu 10 spielst gegen RB Leipzig, dann kann das mal funktionieren. Aber bei den anderen 16 Spielen, nein, auf gar keinen Fall. Dementsprechend, ich bin da ehrlicherweise ratlos. Ich frage mich auch, wieso man nicht mutiger ist, mutiger spielt. Und wenn es so weitergeht, dann wird man nicht mehr unter den Top 4 sein am Ende der Saison. Vielleicht auch einfach nicht die Qualität im Kader, Tusche? Boah, ich glaube schon, dass genug Qualität im Kader ist, ja, das muss man schon sagen, aber auch sehr viele junge Spieler, das muss man auch mal bedenken, ja, also Adeyemi, der aktuell gar nicht klarkommt, ich glaube, dass der im Kopf auch ein bisschen tot ist, ja, weil er mitkriegt, okay, ich komme jetzt gerade gar nicht mehr meine Pass aufs Feld, Reyna spielt gar keine Rolle gefühlt, was ich nicht verstehe, weil ich den bei der Nationalmannschaft immer echt gut performt, obwohl er kaum spielt, ich finde, dass der ein paar Minuten mehr bräuchte, auch kriegen sollte. Moukoko, klar, immer mal wieder verletzt. Das ist auch so ein Ding. Aber bei der U21 funktioniert er auch. Ja, natürlich. Da will er ja nicht mehr hin. Ja, das ist bei No Gittens, jetzt hoffst du auf, dass der mal... Aber das ist falsch. Moukoko ist bei der U21. Adeyemi möchte da nicht mehr hin. Das muss ich an der Stelle mal korrigieren, ne? Der Junge ist auch erst 18 oder 19, glaube ich. Also sich dann auf die ganzen Jungs zu verlassen. Ja, aber wo ist denn den Emre Can? Ja, wo ist dann auch Marco Reus und solche Spielen? Das muss man ja auch mal fragen. Die Führungsspieler, ja, die das ja auch für sich... die es ja für sich einfordern, ja, die müssen ja in solchen Spielen vorne weggehen. Aber du hast ja eigentlich zwei Führungsspieler bei Dortmund, die gerade vorne weggehen mit Hummels und Kobel, oder? Ja, okay, aber also die sind in der Kiste, klar, der geht vorne weg, weil sie viel zu viel Tore kriegen und viel zu viel zulassen, ja. Das, was ja auch Frank gesagt hat, Schlotterbeck, so kannst du ja auch nicht verteidigen, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja. Emre Can will der Aggressive Leader sein, es ist für mich zu oft, zu selten, ja, das ist meine Meinung. Ja, Julian Brandt ist ein geiler Kicker, aber auch mal so, auch nie so konstant. Und das sind dann halt schon 3-4 Spieler, wo die jungen Leute ja erst hinschauen und dann links und rechts mit den Jungs ja funktionieren. Aber dafür müssen gerade die Führungsspieler in der Gruppe, in so einer Truppe erstmal funktionieren auf dem Feld. Ja, aber wenn die nicht vorne weggehen, ja, dann kann ich es nicht von den 20, 21, 18, 19-Jährigen verlangen. Und ich glaube, dass da... Muss ich direkt einhaken, war in der Vergangenheit auch immer anders. Also theoretisch, Tuschel, gebe ich dir da recht. In der Vergangenheit war es aber genauso. Da ist ein Jude Bellingham vorangegangen, da ist ein Erling Haaland vorangegangen, da ist ein Jadon Sancho vorangegangen, da ist ein Pulisic vorangegangen, da ist ein Dembélé vorangegangen. Da waren es immer die Jungen, die die Kohle aus dem Feuer geholt haben. Da war es ein Moukoko, als wir keinen anderen Stürmer hatten in der letzten Saison bis zur Winter-WM in Katar, wo er Bestscorer sogar war und zurückgezahlt hat in der Zeit. Es sind schon beim BVB die Jungen, die vorangehen. Natürlich müssten das eigentlich die Gestandenen sein. Und da komme ich jetzt zu einem Punkt, wo ich dir komplett recht gebe. Ich mich aber auch zeitgleich frage, warum ist denn das so, dass sie nicht vorangehen? Bei dem Emre Can, du sagst es, er ist es zu oft, zu selten. Ich glaube schon, dass der auch oft genug dieser Aggressive Leader ist. Aber so aggressiv, dass er blöde Freistoßsituationen gegen uns holt oder unnötige gelbe Karten oder unnötige Platzverweise oder zumindest irgendwie kurz vor so einem Platzverweis steht oder so, war ja jetzt zum Beispiel auch gegen PSG gesperrt. Das alleine macht das schon. Aber im taktischen Bereich und im fußballerischen Bereich ist es mir dann zu wenig. Also aggressive gegen den Gegner und aggressive gegen den Ball und mit einer gewissen Physis, ja. Aber das ist ja nicht der einzige Grund, warum du spielen solltest. Dass wir ja da auch so ein paar verschiedene Leute brauchen, die verschiedene Attribute mitbringen. Dass sich das auf mehrere Schultern verteilt, ist klar. Das heißt also, ein Emre Can kann zum Beispiel auch körperlich mal ein Zeichen setzen, auch mal für die Mitspieler auf dem Platz
um zu zeigen, pass mal auf, wenn ihr dagegen haltet, ihr seht, bumm, ich stehe hier wieder eins, könnt ihr auch mal machen und so. Das geht schon, aber im fußballerischen Bereich sehe ich Probleme. Und wenn ein Julian Brandt auch immer auf den Flügel ausweichen muss und wir eigentlich gefühlt ja so defensiv spielen, dass alle Leute, auch die Offensivkräfte, gefühlt für mich in der Wahrnehmung immer auch hinterm Ball stehen müssen, wir uns auch gar nicht mehr so offensiv positionieren können, keine wirklichen Anspielstationen haben im eigenen Aufbau, teilweise die Anspielstationen dann viel zu nah aufeinander stehen oder viel zu weit weg sind und wir gar nicht so die richtigen Passabstände hinbekommen, weil das Positionsspiel nicht gut ist. Und jetzt frage ich mich, machen die Spieler das Positionsspiel, was Edin sehen will, einfach nur schlecht? Oder ist es das Positionsspiel und dann siehst du auch das Resultat daraus, ne? Dann kannst du ja auch nicht so richtig vorweggehen, weil du kannst ja auch nicht jedes Mal meutern. Zum Beispiel als Julian Brandt, der sagt, okay, in diesem Spielkonzept fühle ich mich nicht wohl, so kann ich nicht vorangehen, deswegen mache ich jetzt was anderes, mache meinen eigenen Kram und interveniere hier die ganze Zeit gegen das, was vielleicht der Trainer auch vorgibt, weil dann bist du ganz schnell auf der Bank, auf der Tribüne oder wie auch immer. Weil wenn jeder das alleine machen würde, was er machen will, dann brauchst du auch keinen Edin Terzic mehr. Dann hast du halt echt ein Problem. Und dann hat er, wenn die taktisch nicht mehr dahinter stehen, hat er ein Problem, weil dann verliert er eben die Mannschaft mit der Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt. Aber die Jungs müssen ja am Ende des Tages immer noch das machen, was der Trainer und das Trainerteam will. Also wenn das nicht mehr so ist und jeder macht da das, was er für richtig empfindet, ja, dann spätestens sollte man über einen Trainer diskutieren. Ne? Deswegen, ja, ich bin bei dir, aber ich bin auch nicht ganz bei dir. Gerade was die jungen Spieler beim BVB betrifft. Da zu wenig geführt wird in dieser Mannschaft von den genannten Spielern, ja. Und auch ein Süle kam rein, der war für mich eine Katastrophe. Boah, ja, also wirklich, der kam rein nach der roten Karte von Hummels. Da habe ich gedacht, der spielt Balance aus. Der, also die beste Aktion war sein Tor, ja. Also das hat irgendwie, eigentlich kann er den Ball gar nicht treffen, ja, so wie er vorher gespielt hat. Und das ganz zusammen, ja, dieser Cocktail ist gerade ja nicht gut. Ja, und natürlich hat sich auch jeder was anderes vorgestellt und man darf nicht vergessen, sie haben, glaube ich, am 1. April bis Oktober, ich glaube, in fast sechseinhalb Monaten kein Spiel verloren. Das muss man auch mal sagen, ja. Und trotzdem wurden die Spiele, die sie gewonnen haben, auch wenn sie knapp waren, immer irgendwie schlecht geredet. Das macht ja auch was mit dem Kopf, mit der Mannschaft. Und jetzt haben sie natürlich eine Phase, wo gar nichts geht, ja. Das Einzige, was Terzic aktuell rettet, glaube ich, ist die Champions League, dass sie da durch sind. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht im Winter nochmal eine Veränderung gibt zum neuen Jahr. Paddy, du kriegst ja auch immer viel mit. Wie steht's um den BVB? Boah, also erstmal muss ich sagen, ich musste jetzt arg schmunzeln und da kotzt mich manchmal Social Media auch ein bisschen an. Ich sage jetzt nicht bewusst von allen BVB-Fans, weil man weiß ja auch nicht, wer sich dahinter verbirgt, aber Edin Terzic wird jetzt dafür kritisiert, dass er Edin Terzic ist. Und vor einem Jahr wurde er dafür gefeiert, dass der Mann aus der Kurve die Truppe fast zur Meisterschaft führt. Und jetzt wird er brüskiert und angemacht, weil er angeblich mal oder weil er mal Fansongs auch im Sportstudio gesungen hat, etc. Also da sieht man auch so ein bisschen, wie schnell es sich drehen kann. Das sieht man auch, wir haben heute schon viel über Psyche gesprochen. Ich glaube, man sieht das auch derzeit Edin Terzic an, dass er massiv unter Beschuss steht. Ich glaube, er hat auch das Problem, dass er mit Julian Nagelsmann einen Schattentrainer hat, den er spürt. Das mag absurd klingen, aber warten wir mal ab, wenn sich Nagelsmann nicht... Da muss ich direkt mal kurz pausieren beim Thema Schattentrainer. War Edin ja bei Marco Rose. Ne, also Marco Rose, da war der technische Direktor Edin Terzic als Schattentrainer permanent an der Seite und am Ende, ja guck mal, war ja klar mit dieser Trennung und so, obgleich du natürlich recht hast, dass es schnell geht und wenn dann sämtliche andere Ergebnisse nicht mehr so passen aktuell, ja dann stürzt sich Social Media halt tatsächlich nur noch auf die Fangesänge und macht sich da lustig und so weiter, aber das ist so eine generelle Entwicklung, finde ich auch im Fußball, ja, manche Sachen kann man auch nur noch suffisant nehmen irgendwann, ertrag auch ich nicht anders und dennoch versuche ich das ja immer so ein bisschen auch bei aller Emotionalität einzuordnen, zu hinterfragen, zu besprechen, zu diskutieren, Lösungen zu finden, weil mir das auch teilweise zu draufgehauen ist. Ich kritisiere Edin ja auch. Ich sage ja auch, es kann ja nicht sein, dass es das Einzige ist, dass er Fan aus der Kurve ist, von der Tribüne ist und ja, in der nächsten Taktikbesprechung kommen dann wieder Fansongs und so. Da muss man ja auch mal drüber schmunzeln können. Aber dass es halt das Einzige ist und nur drauf, das ist halt Social Media und das ist so schnelllebig. Und ja, ich meine, was haben wir mittlerweile bei TikTok-Generationen für eine Aufmerksamkeitsspanne teilweise von 3 Sekunden oder was? Was willst du da groß auch erwarten? Das ist einfach die Welt. Und wenn man in dieser Welt irgendwie beschäftigt ist, ob man jetzt Content-Creator ist oder ob man Trainer ist oder ob man da irgendwie zu tun hat, Spieler ist, Berater ist, Funktionär ist, gehört das leider mit dazu. Finde ich auch nicht immer gut, aber kann man sich momentan nicht wirklich von frei machen, ne? Also es geht
immer sehr schnell, das stimmt. Nicht dafür entscheidet, Bundestrainer zu bleiben und der kommt auf den Markt und so viele Optionen hat Nagelsmann nicht mehr, egal wie das mit der Nationalmannschaft ausgeht. Also ich glaube schon, dass das definitiv ein Thema ist beim BVB. Aber es ist unterm Strich ein Qualitätsproblem. Ich sehe das auch so. Nico Schlotterbeck, nicht der Mensch, aber der Spieler Nico Schlotterbeck ist jetzt einfach auch in einem Prozess, wo er den Erwartungen ein Stück weit hinterherläuft. Ein Niklas Süle ist in einer sehr, sehr schwierigen Situation, das merkst du im Kopf. Und ich denke immer wieder an Edson Álvarez. Ich habe mich mit ihm lange unterhalten in den USA, als sie gegen die Deutschen spielten. Ist übrigens ein fantastischer Mensch, der gesagt hat, Florian, ich wollte zum BVB. Ja. Ich war traurig, ich war bereit. Der hat ein Haus gesucht. Der hatte quasi schon ein Haus gefunden. Wo wohnen die alle da? An irgendeinem See, oder? Dortmund. Königssee. Voll der schön. War bereit, nach Dortmund zu ziehen. Die Frau, alles abgesegnet, der Kehl war in Amsterdam. Das war alles durch. Und dann hat der Terzic gesagt, brauche ich nicht, der Emre wird Kapitän, mit dem ziehst du durch. Und Edson Álvarez, jetzt sind wir wieder im Hätte, Wenn und Aber, aber ich glaube, der hätte dem BVB sehr gut getan. Vor allem im Ballbesitz, also das ist ja das größte Problem, wenn man über den BVB spricht. Wenn ein Emre Can, der ist dieser Mentalitätsspieler, den man dann hat gegen den Ball, der viele Zweikämpfe gewinnt, der hart zur Sache geht, auch nicht konstant, das stimmt, aber der zumindest das kann. Aber neben ihm wäre es derjenige, der Fußball spielt, wäre es derjenige, der den Ball zirkulieren lässt, der eine schöne Idee hat, um den Ball nach vorne zu tragen. Und da wäre er wahrscheinlich sogar ein richtig guter Kandidat gewesen. Das Krasse ist übrigens, dass die Dortmunder jetzt die Themen haben, die die Bayern immer haben. Ja, kommen wir jetzt gleich zu. Einen richtig spielstarken, aufbauenden Sechser haben wir nicht. Ne? Das ist weder Emre Can noch Salih Özcan. So. Einfach einen, der auch mal den Ball über 30, 40, 50 Meter mal transportieren kann, wie Jude es einfach auch gemacht hat, haben wir nicht. Richtig. Das ist genau wirklich der Punkt. Diese ganze Führungsnummer und der Aki gegen den Kehl und der Kehl gegen den Terzic. Also die Bayern lachen sich kaputt über den BVB und das hat es auch lange nicht gegeben, weil sonst war es immer andersrum. Ja, aber diese, jetzt sprechen wir gerade darüber, ne? Ich glaube, dass die Geschlossenheit, die demonstriert wird, im Ganzen, erstens in der Führung, das sind halt nun mal die, die vorne weggehen, ja, dass die auch abstrahlt, so auch auf die Kabine. Das spüren die Spieler in der Kabine, dass die sich nicht einig sind bei Transfers, dass der eine links sagt, der andere rechts. Das spüren die Spieler. Und das ist ja immer auch so ein kleines bisschen Alibi. Ja, jetzt soll ich für den und überall, aber schau mal, die, also dann ja. Geht halt jeder so ein bisschen seinen Weg. Und ich glaube, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, bei Bayern München nicht so einig. Ich glaube, das wird wieder einig, so nach und nach. Aber bei Dortmund, das sind alles die, die jetzt irgendwie zumindest am Wochenende auch Probleme hatten. Und vielleicht nicht nur am Wochenende, aber und bei Stuttgart, da haben wir jetzt drüber gesprochen, letztes Jahr, die haben zusammengehalten wie Pech und Schwefel, damit sie in der Liga bleiben, ja, und haben das rüber transportiert. Und plötzlich läuft es da. Leverkusen, seit der Xabi da ist, total geschlossen in eine Richtung. Boah, und es läuft. Also ich glaube, dass es schon viel auch macht mit den Spielern, dass sie nie das Gefühl haben, sie sind ganz alleine und ich muss jetzt regeln. Weil dann haben sie vielleicht auch die Qualität nicht, um das zu regeln. Das haben aber auch nur ganz wenige. Bin ich komplett d'accord. Und das ist einer der Punkte, die ich ja auch immer wieder anspreche. Es ist nie Edin Terzic alleine, es ist nie Sebastian Kehl alleine, es ist nie Aki Watzke alleine. Es ist das große Ganze. Und es kam jetzt gerade eben auch nochmal das Argument mit dem perfekten Alibi. Natürlich, wenn du in der Führungsetage gewisse Sachen vorlebst oder vorgibst oder dich immer wieder auch äußerst, vor Kameras, in Printmedien, whatever, dann denken die sich ja, okay, warum soll ich denn? Ja, warum soll ich denn ambitioniert sein, überambitioniert sein, unrealistisch sein, wenn man ja sagt, als Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, ja, da müssen wir auch realistisch sein, müssen wir auch mal kleinere Brötchen backen, wir sind doch voll im Soll, wir sind doch auf Normaltemperatur, bla bla. Ja, dann denke ich mir, okay, dann bin ich auf Normal. Also, das ist doch in einem normalen Job genauso gemünzt, wenn dir da nicht die Freiheit gelassen wird, dass du dich auch vielleicht mal entwickeln, entfalten kannst, dass du deinen Job vielleicht so machen darfst, wie du ihn interpretierst, wie du ihn siehst, mit welcher Leidenschaft, wenn du da immer eingebremst wirst, weil du immer vom Umfeld, von weiter oben so gesagt kriegst, nee, so ist alles schon super, ist alles immer super und so, dann sagst du, okay, ich muss auch gar nicht mehr machen und es ist ja trotzdem wirklich alles super, das ist menschlich, also das da kann ich noch nicht mal den Spielern den großen Vorwurf machen. Das ist irgendwann, dann wirst du bequem. Dann hörst du auf, dich zu entfalten und zu entwickeln und auch mal mehr zu machen, weil du sagst, muss ich gar nicht. Es wird gar nicht gewünscht. Es ist völlig in Ordnung, wie es ist. Und das kann schon nicht sein. Das ist der schwerwiegendste Punkt für mich, die Ambitionslosigkeit. Von oben herab.
das transportiert sich in alle weiteren Teile von Borussia Dortmund. Zu 1 Million%. Ja. Terence, willst du dich beim BVB sehen vorne drin? Wenn sie mal einen brauchen? Du kommst mir mit Sachen. Ich wollte auch nochmal anschließen. Ich glaube, das siehst du vielleicht auch bei den Teams. Oder Schürka war jetzt ein gutes Beispiel. Man darf nicht unterschätzen, was für eine Macht ein funktionierendes Team hat. Ja. Was ich meine, wenn alle wie ein Schwarm funktionieren, alle gehen dieselbe Richtung mit, sind von dieser Idee überzeugt, wie Fußball spielen. Jetzt hatten wir den Vergleich zu dem hier unter Klopp, die Meisterjahre BVB. Da war ich nur war Amateurspieler, war einmal im Kader und ein paar Mal mittrainiert. Aber du hast einfach gemerkt, die kriegst du nicht auseinander. Egal, ja, wer jetzt kommt, Bayern, egal wer, die ziehen ihr Ding durch. Und so ist es wahrscheinlich jetzt auch mit Stuttgart, die durch die Scheiße gegangen sind zusammen und jetzt einfach mega gefestigt sind. Plus natürlich haben wenig Erwartungsdruck und auch die Philosophie stimmt. Und das siehst du wahrscheinlich jetzt auch bei all den Teams, die gerade einfach performen. Und dann, das wollte ich einfach nur sagen, dass du merkst es von außen, wenn ein Team sich gefunden hat und wenn einfach diese Blase einfach intakt ist. Und Union ist jetzt wahrscheinlich ein Beispiel für, die sind vom Weg abgekommen, wer weiß, was passiert ist oder was. Ja, genau ist. Aber irgendwie sind sie nicht mehr in diesem Boot, in dem sie vorher drin war. Ja, ja, deswegen habe ich jetzt noch gewartet, bis wir Pause machen. Ich wollte den guten Mann zumindest kurz aussprechen lassen. 1 Million%. 1 Million%, ich verstehe nicht, wie man das nicht verstehen kann, wirklich nicht. Das ist für mich so offensichtlich, das ist für mich so ein Thema, was auf der Hand liegt. Ne? Hier, auf so einem Silbertablett wird dir das serviert. Hier, sei eine geschlossene Einheit. Du musst überzeugt sein von deiner Zielsetzung, von der Ausrichtung, von der Art und Weise wie, und das ist alles nicht gegeben. Das ist ja nicht mal bei uns Fans gegeben. Wie soll das denn bei denen, die da tagtäglich ein- und ausgehen, sein? Wie soll das denn bei den Spielern, bei den Funktionären sein? Ich glaube, auch ein Sebastian Kehl ist von diesem Weg nicht überzeugt. Ich glaube, selbst der Fan Edin Terzic kann von diesem Weg ja nicht überzeugt sein. Die Spieler ja noch viel weniger. Ich meine, Patrick Berger hat es ja auch noch mal rausgehauen und hat wirklich gesagt, die Spieler wollen anderen Fußball spielen als das, was da momentan gespielt werden soll oder muss. Und die Fans wollen auch anderen Fußball sehen als der Fußball, der gespielt werden soll oder muss. Und das heißt, wir sind ja alle nicht überzeugt davon. Und dann ist man skeptisch und dann ist man ja in so einem unruhigen Fahrwasser. Und es ist ja zum Beispiel selbst bei mir jetzt wieder so, selbst nach einem sehr überzeugenden PSG-Spiel, ja, natürlich hattest du auch da Glück und PSG hätte viele Tore schießen können, aber du hast nach vorne gespielt, du hast offensiv gespielt, du hattest sogar teilweise richtig gute Ballstaffetten und auch kurze Ballstaffetten dabei, wo mal One-Touch wieder gespielt wurde und so, das ging ja alles. Das war packend, das war mitreißend und ich traue dem Braten immer noch nicht. Weil jetzt kommt Augsburg in der Liga und du denkst dir, ja, Augsburg auswärts in der Liga. Das ist so fragil momentan, dass man bei dem kleinsten Rückschlag, beziehungsweise auch bei dem, andersrum, bei dem kleinsten Positivausschlag nicht die gesamte Euphorie mitnimmt, sondern immer noch so verunsichert ist und sagt, ne, aber ich traue dem Ganzen noch nicht. Ne? Auch in der Fanwelt. Und ich glaube, das ist auch bei den Spielern so. Die sagen jetzt, ja, Paris, das war gut, oder Champions League war gut, ja, jetzt ist ein anderer Wettbewerb wieder Bundesliga. Ach, ich weiß nicht, Augsburg auswärts, ich traue dem Ganzen immer noch nicht. Da muss jetzt erstmal viel wieder passieren, damit man das mal wieder aufbaut und entwickelt. Da muss man eine DNA entwickeln, man muss eine Vorgabe von oben wirklich geben, was will man, wie will man das. Da muss man dann alle von überzeugen. Ja, das ist auch Überzeugungsarbeit hier oben, psychologische Arbeit, ganz viel sogar. Und dann hat man wieder was, wo man einen Korridor hat, wo man sagt, okay, Scheuklappen auf, Fokus auf genau diesen Weg. Und nur dann kommst du wieder dahin, dass es ansehnlich wird, auch dauerhaft und konstant. Weil konstant haben wir seit Jahren nicht mehr. Aber wo ist denn seit Jahren die Konstanz in der DNA, in der Vorgabe, in dem, was man spielen will, in dem, was man zeigen will, in dem Gesicht, was man nach außen geben will? Wo ist denn da die Konstanz? Man erwartet eine Konstanz auf einem Platz, hat sie aber in der Führung, im Verein auch nicht. Das passt doch nicht. Also das ist doch der Spiegel, der dir da vorgehalten wird. Ja, wenn so eine Gruppe funktioniert, das sind auf eine Saison sicherlich 7, 8, 9 Punkte. Ja, weil nach Rückständen, ja, wenn du Widerstände hast, aber wenn du als Truppe da bist, du hast 2, 3, die vorne wegmarschieren. Macht dich unsterblich, boah, wirklich. Ja. Da sind die anderen, die gucken hin, okay, da läuft es gerade nicht so gut, aber da hast du 2, 3, die wollen trotzdem den Ball haben. Mhm. Ja, gerade dann, wenn es nicht läuft, sind ja oft dann Spieler, die dann, ja. Sie verpissen. Ja, genau, sich verpissen, ja, nicht aus dem Deckungsschatten kommen, sondern, ach, gib mir mal den Ball nicht. Und das ist halt bei Stuttgart extrem, zu 1000%, ja, dass da eine Einheit ist und die Kabine sich auch gegenseitig säubert, das ist ja auch wichtig, dass man Dinge anspricht.
Ja, das ist extrem wichtig. Und gerade wenn es gut läuft, Dinge ansprechen, die gerade vielleicht den Erfolg gefährden. Weil wenn Entschuldigung, dass ich da nochmal dich sofort unterbreche. Auch wenn es gut läuft, Dinge ansprechen, die vielleicht den Erfolg gefährden. Das heißt, auch im Erfolgsfall sachlich, kritisch, hinterfragend zu bleiben. Und das ist für mich der größte Punkt, der nicht passiert. Man ist momentan immer noch auf einer gefährlichen Position. Ja, bitte nicht blenden lassen. Damit sage ich nicht, dass alles scheiße ist. Ich freue mich über den Gruppensieg, aber bitte nicht blenden lassen, nur von Platz 1 in der Todesgruppe und jetzt wieder die Schlüsse ziehen, wie man es bei Borussia Dortmund gerne macht, zu sagen, oh, ist doch super. Nein, auch im Erfolgsfall kritisch zu bleiben, weil wenn du das nicht tust, rennst du sehenden Auges in dein Verderben. Und das machen wir beim BVB. Kritik nicht erwünscht. Und das ist so ein großer und wichtiger Punkt. Tusche, ich bin bei dir, sorry dafür, dass ich dich da unterbrochen habe. Wenn Scheiße läuft, dann kommen sie alle aus ihren Ecken. Da erzählt jeder alles. Aber wenn es gut läuft, dann zu sagen, ey, Terence, lauf mal wieder mit, Alter. Seit 2 Wochen läufst du nicht mehr so wie vor 4 Wochen. Das sind Dinge. Sich das sagen zu können, anzunehmen. Ja. Und dann bist du auf einem richtig geilen Weg als Mannschaft. Ja. Aber ist das vielleicht auch das, was beim BVB jetzt über längere Zeit ein bisschen falsch gelaufen ist, wo man dann zum Beispiel auch einen Trainer wie Edin Terzic in die Pflicht nehmen muss? Weil, wenn ich mir jetzt die Interviews von dem angucke oder die Pressekonferenzen, ich habe manchmal das Gefühl, der sieht andere Spieler als ich. Und ich gucke da wirklich auch als Schalke-Fan. Ja. Komplett neutral drauf und mauern sich natürlich. Natürlich. Nee, wirklich jetzt. Nee, ja. Es ist eine andere Liga. Auf so, leider. Aber die spielen 180 Minuten gegen Stuttgart und ich habe das Gefühl, da ist der Tabellen-14. Beim Tabellen-2. auswärts zu Gast. Und ich habe nicht das Gefühl, dass man sich das in der Dortmund-Führungsetage oder auf dem Trainerposten so wirklich eingesteht. Und du hast gerade angesprochen, dass man sowas ansprechen muss, wenn es gut läuft. Ich habe jetzt bei Dortmund lange gehört, ja, das sieht jetzt nicht so gut aus, aber wir punkten. Hans-Joachim Watzke, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, die Mitgliederversammlung, hat sich vor ein paar Wochen noch hingestellt und hat gesagt, aber wir werden mit Leipzig verglichen und man hat das Gefühl, der eine Verein gewinnt die Champions League und die anderen stehen kurz vorm Abstieg. Also wir sind ja im Pokal noch drin und stehen über denen in der Tabelle. Und zu dem Zeitpunkt hat Dortmund auch schon schlechten Fußball gespielt für die eigenen Ansprüche. Jetzt sind ein paar Wochen vergangen, jetzt sind beide aus dem Pokal raus und die Leipziger sind vorbeigezogen. Also das. Da könnte man ja fast den Eindruck gewinnen, dass da jemand auch mal geläuert hat bei dem, was ich so rausgehauen habe, ne? Weil genau das habe ich ja gesagt, ne? Und genau das ist auch meine Argumentation. Schön, dass Broski die 1:1 so aufnimmt, weil das ist die Realität. Dass das nicht die Realität ist, die man sich da irgendwie schön redet bei Borussia Dortmund. Das ist nicht nur das, was man ein bisschen falsch gemacht hat in letzter Zeit, sondern was granatenfalsch läuft beim BVB. Also die kritisieren sich nicht in Erfolgszeiten, aber die kritisieren sich auch nicht, wenn sie es spätestens tun müssen, weil es nicht so läuft. Nein, es ist Augenwischerei, es ist Schöngerede und da kann ich auch wieder aus der Fanbubble ja sagen, weil ich viele Nachrichten, viele Kommentare bekomme auf allen möglichen Plattformen. Das ist ja mittlerweile bei vielen Fans so, dass sie sagen, ich fühle mich da einfach belogen und verarscht, weil ich was anderes sehe als die. Ja, und wenn dann jetzt Broski als Schalke-Fan sagt, also selbst ich versucht er jetzt mal sachlich nüchtern drauf zu gucken, aber was sehen die denn da? Ja, genau, das fragen wir uns alle. Und das verkaufen die aber nach außen und das kannst du so nicht nach außen verkaufen, weil das ist wissentlich Lügen und die Augen zu machen vor der Realität, das ist so. Greift er eigentlich genau dahin, was du gerade angesprochen hast oder nicht? War man vielleicht zu unkritisch? Die Frage ist ja, was er nach außen sagt, ist ja seine. Die Frage ist ja, wie er es intern anspricht. Da sind wir alle nicht dabei, ja? Also, das ist ja das Wichtige, ja. Du kannst ja, ein Trainer will ja oft auch seine Mannschaft schützen. Das ist ja auch richtig so, ja. Oder als Kapitän, als Führungsspieler nimmst du vielleicht auch mal ja, ein Scheißspiel auf deine Kappe, sagst, ey, komm, das Spiel war nicht gut von mir, ich habe was auch immer, einen Fehler gemacht. Aber intern sprichst du. Aber genau das passiert ja auch schon nicht. Marco Rose hat es doch nach genau dem Leipzig-Spiel gemacht. Marco Rose hat sich da hingesetzt, hat seine Mannschaft in Schutz genommen und hat gesagt, also ich nehme das komplett auf meine Kappe, weil vielleicht hatte ich da eine falsche Trainingsbelastung. Intern kann er wieder sagen, Jungs, das war scheiße, was ihr da gemacht habt. Aber nach außen hin schützt er seine Truppe und sagt, das geht auf mich, das nehme ich auf die Trainerkappe. Aber das macht Edin ja auch nicht. Wenn Edin das wenigstens auf seine Kappe nehmen würde, um auch den Druck auf sich zu laden nochmal, aber der Druck von außen ist wahrscheinlich so groß, dass er den intern nicht noch auf sich laden möchte, weil er vielleicht schon so wankt, ne? Als nicht mehr so sicherer Trainer beim BVB. Zumindest in der medialen und in der Außenwahrnehmung und teilweise eben auch in der Fanwahrnehmung wird es ja immer mehr, dass die Töne da kritisch werden. Und zu Recht bei dem, was gezeigt wird, finde ich, das muss man kritisch hinterfragen, auch wenn ich den Menschen Edin Terzic liebe und mit dem auf der Tribüne gerne einen trinken würde und Borussia Dortmund zugucken möchte, weil der ist im Herz Dortmunder. Aber die Kritik ist ja berechtigt und er nimmt es nicht auf seine Kappe. Es passiert nicht.
Was da intern passiert, kann ich auch nicht sagen, keine Ahnung. Aber zumindest das, was Tuchel da gesagt hat, passiert ja eben auch nicht. Du die Dinge dann trotzdem nochmal anders an. Und das ist als Trainer wichtig. Du kannst natürlich als Trainer auch immer ja, die Mannschaft vor den Kameras ja, zur Sau machen. Cool, aber dann verlierst du sie ja irgendwann in der Kabine. Ja? Es ist ja auch mal was, vielleicht auch mal ein Spiel, was nicht gut lief, zu sagen als Trainer, ey, das nehme ich auf meine Kappe, nach außen, sagt aber intern was ganz anderes. Sagt er, ey, passiert Männer, nicht. Ich habe euch jetzt gerettet, ich habe mich vor euch gestellt, aber so können wir nicht weiter funktionieren. Ja? Wir müssen was ganz anderes machen auf dem Platz, im Training unter der Woche, da fängt es ja an. Auch die Spieler, die hinten dran sind, die entscheiden ja auch viel. Ja, ob die erste Elf sind, ob die merken, oh komm, da ist jemand hinten dran, der macht mir, natürlich, der macht mir Dampf, das Trainingsniveau ist hoch oder auch das ist natürlich auch eine Führungssache als Trainer, ist ja auch so. Ja, wie gehst du denn mit Nummer 12 bis 22 um? Ja? Lässt du die liegen oder nimmst du auch die an die Hand? Weil irgendwann funktioniert die Nummer 8 und 9 nicht, ja, in der Starting 11 und dann brauchst du mal Nummer 13, 14, 15. Ja, aber wenn du sie nicht beachtest, ja, dann brauchst du nicht erwarten, dass der Spieler dann für dich als Trainer ja durchs Feuer geht. Ja, das sind ja auch so Dinge. Und da sind wir leider zu weit weg, da kann ich Terzic nicht einschätzen. Aber es sind ja auch solche Dinge, wo die Spieler hingucken und wie eine Gruppe dann funktioniert. Als Ganzes, ja, mit dem Trainer zusammen. Also bei denen es jetzt nett gelaufen ist, da haben wir immer klar angefangen, was ist bei Tuchel, was ist bei Terzic. Also wir fangen erstmal mit den Trainern an. Ne? Also dabei sind sie ein Teil der Mannschaft. Also erstmal die Gruppe und der Verein und alle, die dazugehören, sind da erstmal in der Verantwortung. Und dann hat natürlich der Trainer seinen Anteil und seinen Einfluss und so weiter. Und man muss dazu sagen, du sagst es vollkommen richtig. Also ich habe schon die Beobachtung gemacht, dass beim Edin auch Jungs, die gekommen sind und dann getroffen haben, so als Joker oder so, die sind da auch hingelaufen zu ihm. Das machst du nett, wenn du sagst, na, ich bin stinksauer, dass sie nicht spielen. Ist in der Vergangenheit auf jeden Fall passiert. Aber es ist jetzt eben auch in der jüngeren Vergangenheit passiert. Aktuell spielt er ja wieder und regelmäßiger. Da fragt man sich aber dann auch schon, warum man ihn dann als Ersten wieder auswechselt. Nach der roten Karte, warum man ihn jetzt gegen PSG als belebendes Element wieder auswechselt, ist zum Beispiel so ein Jamie Bynoe-Gittens, ne? Und ob dann jetzt momentan aktuell so ein Moukoko, das ist jetzt einfach eine Mutmaßung von mir, ob der jetzt aktuell zu einem Edin Terzic laufen würde, wenn er eingewechselt wird und trifft. Keine Ahnung. Oder ob der nicht eher zur Südtribüne kommt und sagt, hier, ne, könnt ihr mal gucken und hören, ich bin da oder so, ne? Da musst du schon aufpassen, weil die Jungs eben nicht gebracht werden. Die Jungen. Ein Bynoe-Gittens jetzt, wie gesagt, ist so derjenige, der hat sich jetzt so dahin gekämpft, aber spielt gegen Hoffenheim überragend im DFB-Pokal, macht da richtig Betrieb auf seiner Seite und als Quintessenz spielt er dann eben bis zu seinem nächsten Einsatz 2, 3 Spiele oder was, glaube ich, gar nicht. Ein Gio Reyna kommt jetzt immer mal, aber ansonsten auch wenig Einsatzzeiten. Moukoko, jetzt ist er verletzt, aber sonst eher gar keine und so. Ob die dann auch noch so komplett dahinter stehen, weiß ich nicht. Dürfte von Anfang an. Also von dem her habe ich nicht den Eindruck, dass es jetzt so intern, so zwischen Mannschaft und Trainer überhaupt nicht passt. Aber die Erwartungen von außen sind natürlich andere und dann muss es sich auf irgendjemanden zentrieren. Ja, und ich weiß nicht, ob das in dem Fall wirklich angebracht ist. Und du darfst doch nicht vergessen, ne? Das muss man auch ehrlicherweise mal dazu sagen. Sie haben Haaland verloren, sie haben Bellingham verloren, sie haben irgendwann mal Sancho verloren. Das macht ja auch was mit einer Truppe. Wenn du immer das Gefühl hast, jetzt gehst du den nächsten Schritt und wir haben uns beisammen, und dann geht wieder ein Leistungsträger weg. Und ich glaube, sie müssen von diesem Nimbus, dass wir holen uns diese 2, 3 Superstars irgendwie, an die sich noch keiner rantraut, wir entwickeln die und verkaufen die. Und da kann der Aki Watzke, hat er da reagiert auf das, was der Kalle Rummenigge gesagt hat, da schmunzeln die Bayern natürlich schon so ein bisschen drum, weil die Dortmunder werden die ja aus Sicht von Leverkusen, Bayern, Stuttgart, sie werden die ja eigentlich nie so richtig gefährlich, weil sie haben halt für 1, 2 Jahre einen guten Lauf. Dann geht er wieder weg und dann haben sie wieder ein Jahr Probleme. Aber ja, ist bei Leverkusen nicht anders? Es ist doch genauso, oder? Ja, bei Leverkusen ist aber eine komplett andere Situation. Bei Leverkusen bildet sich ja, wie Terence auch schon gesagt hat, da bildet sich ja eine ganz andere Homogenität gerade. Und da steht mit Xabi Alonso gerade einer an der Seitenlinie, der, glaube ich, aus Spielersicht, ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ne? Der spricht noch nicht so klares Deutsch. Das kennen wir noch von Pep Guardiola. Es gab auch bei Pep Guardiola einige Spieler, die mussten sich echt anstrengen, das alles so zu verstehen. Und Xabi Alonso macht das sehr, sehr gut. Da läuft's aber. Und du hast mit Simon Rolfes einen starken Sportdirektor. Und all das hast du in der Dortmund-Konstellation halt gerade nicht. Und ich hätte zum Beispiel, das habe ich gar nicht verstanden, warum Paris Brunner, der geht mir auf die Bank, den hätte ich gebracht. Was hätte der zu verlieren gehabt?
Also das verstehe ich nicht, dass er, das fand ich an Terzic verwunderlich, dass er da nicht den Mut gehabt hat, den einfach reinzuschmeißen. Oh, und die Auswechslung nach der roten Karte war auch ein bisschen fragwürdig, ne? Da den schnellsten Spieler oder einer der schnellen Spieler rauszunehmen. Ja, und dann lässt du Füllkrug vorne alleine drin und der soll auf Konter spielen. Das war auch, was ist das? Sorry, also da habe ich mich wirklich gefragt, okay, also jetzt ziehen sie sich komplett zurück und spielen nicht mehr nach vorne. Weil, also, ich liebe Füllkrug, ne? Ist ein mega geiler Stürmer und ich feiere den total ab, aber der ist jetzt sicher kein Konterspieler. Also, ne, den du dann nach vorne schickst und das musste ja irgendwo die Idee sein. Also den Wechsel fand ich auch ein bisschen fragwürdig. Deine Eingangsfrage war ja eigentlich Thema Trainer, ist es der Richtige, ne? Ich höre die ganze Zeit zu und frage mich das gerade wirklich, ob er vielleicht, er ist ein total empathischer Typ und du sagst es auch richtig und ich finde ihn super sympathisch. Also ich mag ihm total gerne auch zuhören und das ist irgendwie immer alles, es hat irgendwie immer Hand und Fuß und ich glaube, es ist ein total netter Typ, der auch viel von Fußball versteht und weiß halt auch, wie unterschiedliche Jobs zu machen sind. Also das ist jetzt so eine Aufzählung von positiven Fakten, wo dann das Aber kommen wird. Ich glaube, er ist nicht der Richtige. Also das ist so sehr clever verpackt, ne? Und ich mag den, ja, der ist total empathisch und der ist ja auch und hier und der hat ja auch Ahnung, wie man mehrere Jobs macht und der weiß ja auch dies und der... Ja, aber das wird nichts. Also ich glaube, darauf wird es hinauslaufen und sprich's doch einfach aus. Sprich's doch einfach aus, wenn du denkst, er ist nicht der Richtige. Ist doch nur deine Meinung, ist doch nur deine Wahrnehmung, ist doch nur dein Empfinden. Kann man doch aussprechen. Kann man doch auch klar aussprechen. Ich weiß nicht, warum man heutzutage Dinge nicht mehr klar mit klarer Kante aussprechen darf, weil dann bist du ja sofort der Böse oder die Böse. Dann bist du direkt der Buhmann. Oh, kannst du doch so nicht sagen. Doch, kann ich. Ist meine Meinung, ist mein Empfinden. Kann ich dir verargumentieren, warum das so ist? Kann ich auch so sagen. Punkt. Und ich gebe dir ja sogar recht, ne? Wenn du sagst, ich höre da die ganze Zeit zu und frag mich das. Ich gebe dir da recht. Ich gebe dir komplett recht. Aber ich habe unterdessen das Gefühl, dass sie so ein bisschen ihre Spielphilosophie verloren haben. Und du siehst nicht mehr das. Wofür steht der BVB aktuell? Was ist jetzt gerade die Spielidee? Die besten Spieler der Saison sind Kobel und Hummels. Und ich glaube, dann hast du deine Frage beantwortet, oder? Ja, irgendwo schon. So, und das ist irgendwie traurig, weil ich sehe es auch ein bisschen so, man hat vielleicht auch eher zu oft so auf individuelle Spieler geachtet, dann das Spiel danach ausgerichtet, dann waren die weg. Vielleicht muss man auch mehr darauf gehen, erstmal das Konstrukt oder das Team so als Ganzes zu stabilisieren. Und wenn du dann einzelne Spieler hast, die... Sorry, dass ich dich auch da nochmal kurz unterbreche, aber genau das versucht man ja. Das sind ja diese Matthias-Sammer-Transfers. Wir versuchen, dem BVB wieder ein Gesicht zu geben, eben nicht auf diese Unterschiedsspieler zu gehen, auf die man sich dann fixiert, dann sind sie wieder weg und du fängst wieder von vorne an. Selbst wenn du dabei jetzt gerade Qualitätseinbußen hast, weil die hast du bei einem Haaland-Weggang und die hast du bei einem Bellingham-Weggang hundertprozentig, und dann hast du vielleicht auch einen Qualitätsabfall, aber dann brauchst du spätestens auch ein taktisches Konzept, wo jeder überzeugt von ist, was klar vermittelt wird, wo klare Aufgaben definiert sind in der Offensive, in der Defensive, whatever, und wo auch wirklich die ganze Truppe hintersteht. Und dann kannst du auch so eine Homogenität bei Borussia Dortmund wieder erzeugen und sagst, wir haben jetzt nicht den einen Schlüsselspieler, sondern wir haben ein Kollektiv, wir haben eine Mannschaft dahinter, die diesen Weg geht. Aber das passiert ja eben nicht. Und dann siehst du da irgendwelche Einzelakteure und dann wirkt es wenig homogen und dann wirkt es viel auf, ich weiß gar nicht, was ich mache, okay, langer Ball, Füllkrug, mach mal fest und dann hilft der liebe Gott auch noch ein bisschen mit, ne? Das darf dann eben nicht passieren. Die dann zu pushen, aber wenn die wegfallen, dann bricht nicht deine komplette Spielidee zusammen und dann musst du erstmal wieder 2 Jahre wieder klarkommen. So, ne, wenn du jetzt aber dafür brauchst du eben erstmal diese klare Spielidee und die hast du nicht. Holland zum Beispiel nimmst als Beispiel. Das finde ich gerade schwierig. Beim BVB. Und das ist jetzt, würde ich sagen, bei Stuttgart aktuell, wenn wir jetzt nochmal auf Stuttgart den Vergleich sehen, die haben einen anderen Marktwert vom Kader her aktuell, aber das Konstrukt funktioniert. Wenn da einer ausfällt, ist das nicht so, dass du plötzlich so ein Leistungsgefälle hast. Du hast gerade aktuell 2 Stürmer, die überragend sind. Das spielt einem natürlich auch in die Karten, klar. Aber dieses Spielidee fehlt mir beim BVB gerade komplett. Und da ist dann die Frage, geht es noch mit dem aktuellen Trainer? Kann er wieder zurückfinden zu dieser alten Spielidee, das, was den BVB ausgezeichnet hat, was er ja auch selber als Spielidee hatte? Oder braucht es vielleicht einen neuen Impuls? Meine Antwort wäre da wahrscheinlich nein. Denn man braucht ja auch als Spieler, und da wird Terence wahrscheinlich zustimmen, man braucht ja auch eine Lösung, die einem gegeben wird, beziehungsweise gezeigt wird, in welche Richtung du dich entwickeln möchtest als Spieler und wie du spielen möchtest. Und wenn ich mir ein BVB-Spiel ansehe, habe ich schon das Gefühl, dass es
dass viele ein Fragezeichen haben und jeder irgendwie versucht, so sein Ding zu machen, ohne dass da ein Konzept ist, wo man sagt, okay, erst hier hin, dann so hin, dann so. Das existiert nicht. Es sind 11 Einzelspieler, die da stehen, die alle ihr Bestes versuchen, die alle versuchen, irgendwie guten Fußball zu spielen, aber es nicht zusammenpasst. Und wer ist schuld daran? Da würde ich schon sagen, dass es eher der Trainer ist, denn der muss ja am Ende dann diese Idee vorgeben und diese Lösungen auch in Richtung des Teams transportieren, im Training und natürlich auch in der Spielvorbereitung. Ich glaube, was eintrifft und das aus Trainersicht vielleicht mal interessant dann auch, du merkst, glaube ich, jetzt als Edin Terzic, oh Mensch, ich verliere gerade die Mannschaft. Mhm. Emre Can hat den Trainer zerstört mit dem Interview. Niklas Füllkrug, ich weiß nicht, wer die Szene gesehen hat nach Abpfiff, da ist er hinter Terzic her und er wusste natürlich, die Kamera schaut noch auf ihn und da hat er irgendwas gesagt mit ich weiß nicht wohin und so weiter und so fort. Hummels ist ein Meister der Rhetorik, davon kann Niko Kovac ein Lied singen, der kann dir im Halbsatz immer einen mitgeben und damit fängt er jetzt auch an. Und wenn du merkst, Füllkrug, Can, Hummels. Brandt auch schon teilweise. So, Julian Brandt, ne? Kobel hält sich noch zurück, weil der wird in 2 Jahren eh wahrscheinlich zu Bayern wechseln. Mhm. Aber wir sagten ja, wir haben ja schon mal einen Torwarttransfer verkündet, weißt du noch? Ja. Den weißt du gar nicht mehr. Natürlich weiß ich das noch. An die Shows mit dir erinnere ich mich immer. Da geht es häufig auch um so Bärte und Frisuren und so. Nein, aber aus Trainersicht, wenn du das Gefühl hast, oh, der Führungsspieler oder die Führungsspieler kritisieren mich gerade öffentlich, das macht ja auch wieder was mit dir im Kopf. Ja, das macht was mit dir. Jetzt müssen wir nur eins mal festhalten. Ich gehe mal schwer davon aus, dass die Verantwortlichen von Borussia Dortmund ein großes Interesse haben, dass sie erfolgreich sind. Und demzufolge suchen sie einen Trainer aus, der am besten... Okay, warte mal. Besten zu dieser Truppe, die sie so zusammengestellt haben, passt. Und da sollte man schon das Vertrauen haben. Da ist ja noch ein Matthias Sammer auch, den ich sehr schätze. Und das ist ein unfassbarer Experte, ja, der da berät. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Edin Terzic da nett ist, weil er nett ist, was er definitiv ist, und weil er ein geiler Typ ist, weil er viel vom Fußball versteht, sondern weil Borussia Dortmund entscheidet, dass er genau der Richtige für diese Truppe und Situation ist. So. Jetzt machen wir dann kurz länger Pause. Ich wollte dich nicht direkt ganz am Anfang unterbrechen, lieber Frank Kramer. Und das ist die Frage, die ich mir tatsächlich auch mitstelle. Ist Borussia Dortmund daran interessiert, maximal sportlich erfolgreich zu sein? Man hat nichts dagegen, 100%ig nicht, ist ja ganz geil. Aber der wirtschaftliche Erfolg, der muss gegeben sein. So, 100%ig. Aber ist man da wirklich so dran interessiert? Weil sonst, wenn man das doch ist, dann redest du dir die Sachen doch nicht so schön. Weißt du, das verstehe ich dann nicht. Wenn man wirklich selbstkritisch ist, wenn man wirklich mehr will, dann sagt man nicht als Geschäftsführer, wir sind auf Normaltemperatur. Wenn wir den Punkteschnitt hochrechnen, dann sind wir da, wo wir immer sind. Wir können nur, wenn die Bayern straucheln. Wir haben ja weniger Geld. Wir sind ja die Opferrolle. Wir sind ja... Das mache ich nicht, wenn ich mehr will. Das mache ich dann nicht. Sondern dann arbeite ich auch daran, mehr zu wollen. Dann verlange ich mehr. Dann liefere ich mehr. Dann trainiere ich mehr, dann mache ich einfach mehr. Ja, und das sehe ich nicht bei Borussia Dortmund. Deswegen, sorry, dass ich da ganz am Anfang direkt so den Reflex hatte, unterbrechen zu wollen, aber das frage ich mich. Will man das wirklich? Wenn man da ganz ehrlich zu sich selber ist, will man das? Ich könnte nicht ja sagen. Wir alle sind nicht beim Training dabei, wir sind nicht in der Kabine dabei, wir wissen nicht, was die Vorgaben sind, wir wissen, dass es nicht funktioniert und da gibt es 2 Möglichkeiten. Ich glaube aber, die erste können wir ausschließen. Ich glaube nicht, dass der Edin Terzic sagt, spielt jeder, wie er will. Ja, und wenn es eng wird, dann verpisst ihr euch einfach. Das wird nicht so sein, sondern es wird ganz andere Ansagen geben. Die Frage ist dann die Umsetzung. Und wenn es dann hinterher dann heißt, naja, der lässt da mal was fallen und der da. Ja, es waren jetzt schon einige Trainer bei Dortmund, ja, und die waren alle nicht die richtigen. Auch für die Spieler, die waren dann nicht die richtigen. Ich glaube, dass du da als Verein einfach ganz klares Statement setzen musst. Und ich hoffe, dass das noch kommt. Bis jetzt haben sie es durchgehalten, dass sie sagen, passt mal auf, bevor der Edin Terzic geht, geht ihr. Das gibt es in anderen Vereinen. Ja. Alle wollen immer sein wie Freiburg und wie Heidenheim, aber keiner hält es durch. Ja, und dann gibt man dem Druck der Spieler nach, die natürlich auch ein Interesse daran haben, gut dazustehen und irgendwo ihre Nachlässigkeiten auch irgendwo zu verkaufen. Und wenn man den Fokus dann, das kennt man auch, auf jemand anders lenkt, dann ist man erstmal fein raus. Und ich denke, das ist eine Entscheidung, die kann nur Dortmund treffen, die Verantwortlichen. Und sie müssen einfach entscheiden, ist die Passung so, wie wir uns das denken, oder ist es nett? Gut, und dann demnach fällt die Entscheidung aus. Aber jeder einmal in einem Wort, weil wir sehr lange in dem Thema drin sind, mit Terzic weiter, ja oder nein? Plätti. Ob es mit ihm weitergeht oder
Ich hab nicht, ob du es weiter mit ihm machen würdest? Ja, weil auch keine Alternative auf dem Markt ist, dem ich jetzt... Ein Wort nur. Ja, Edin Terzic ist noch der richtige Trainer für den BVB. Ein langes Wort. Ja. Danke. Ja. Noch. Nein. Nein. Ich sage auch noch. Ja, danke fürs Zuschauen. Da kann auch nur ich mich anschließen. Danke, dass ihr auch diese Reaction durchgehalten habt. Und nochmal zu dem letzten Frank-Kramer-Thema ausgespeichert von mir. Es ist schon schwierig zu sagen, die Spieler gehen dann alle. Ne? Also wir hatten das Thema auch bei Jürgen Klopp damals. Ich glaube, da war eine ähnliche Situation. Da hat er gesagt, also entweder ich bleibe, dann müsste aber viel anderes passieren, oder es ist einfacher, einer geht und das bin dann ich, und dann hat er die Reißleine gezogen und ist gegangen, und das war wahrscheinlich für ihn selber der richtige Schritt, der Cut zum richtigen Zeitpunkt, weil er eben das auch gemerkt hat. Natürlich gebe ich aber Frank Kramer auch recht, dass die Spieler natürlich auch ein eigenes Interesse daran haben, gut auszusehen und vielleicht auch mal den Fokus von sich selber wegzulenken, weil dann können die da ihre Suppe weiterkochen. Deswegen habe ich ja auch gesagt, es ist nicht Edin Terzic alleine, es ist nicht die Mannschaft alleine, es ist nicht Sebastian Kehl oder Aki Watzke alleine, sondern es ist das große Ganze. Und natürlich kannst du dann nicht, guck mal, wenn du den Trainer hast, der das alleine beziehungsweise mit seinem Trainerteam eben vorgibt, was man da macht, und du verlierst Spieler in verschiedenen Mannschaftsteilen, die einfach vielleicht von dem Weg, von der Art und Weise und so weiter nicht mehr überzeugt sind, dann kannst du natürlich sagen, okay, du bist da nicht mehr von überzeugt, wir sind von Edins Weg weiter überzeugt, aber du bist es nicht und du bist es nicht und du bist es nicht. Dann der Hummels weg und der Brandt weg und der Reus weg und der Füllkrug weg und der weg. Das kann man machen, aber dann musst du eine komplett neue Mannschaft zusammenkaufen. Ja, und das ist ein Prozess, der kann dauern, das kann vielleicht ein Weg sein, aber willst du den, kannst du den so gehen, kannst du vielleicht in Kauf nehmen bei diesem größeren Umbruch, weil du sagst, nee, wir gehen auf jeden Fall auf Teufel komm raus, diese Terzic-Philosophie so weiter. Kannst du es dir leisten, kannst du es in Kauf nehmen, dann vielleicht auch mal Tabellenregionen zu verpassen, wo du sonst eigentlich vielleicht warst, weil ne, du dann als Sportdirektor richtig viel zu tun hast und neue Spieler kaufst auf verschiedenen Positionen und so weiter. Das musst du erstmal dann genau für den Trainer scouten. Und wenn es dann irgendwann mit dem Trainer nicht mehr so ist und der komplette Kader ist dafür ausgerichtet, dann ist der weg und alle anderen sagen, ja, aber jetzt brauchen wir wieder einen Trainer, der genau das gemacht hat, was unser Trainer vorher gemacht hat, weil dafür ist ja der Kader ausgerichtet. Ist schon schwierig, es ist schon leichter, im Traineramt irgendwie zu justieren als auf Spielerebene. Das wissen die Spieler dann vielleicht auch und sind deswegen ein Stück weit safer als ein Trainer. Aber so ist es doch einfach auch, wenn wir ehrlich sind, oder? Also du kannst jetzt nicht bei 6 Spielern, die keinen Bock mehr haben, so einen Fußball zu spielen. Julian Brandt hat ja jetzt auch nochmal gesagt, ich bin eher der Offensivspielende und weniger der Defensive. Das ist für mich auch nochmal so ein Seitenhieb, der in diese Richtung geht. Aber du kannst doch da dann auch schwierig so austauschen, weil du sonst das Gesamtkonstrukt zum Wackeln bringst. Das sind nur mal die Spieler auf dem Platz, ne? Das wollte ich noch ausgespeichert haben dazu. Es bleibt ein spannendes und schweres Thema, wo ich jetzt nicht alle Lösungen im Kopf habe und ich sie sowieso nicht herleiten werde, weil in dieser Funktion bin ich gar nicht gefragt, sondern ich gebe einfach meinen Senf dazu und meine Einschätzung mit auf den Weg. Das habe ich wieder getan. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann Dankeschön dafür. Generell danke für euer Vorbeischauen, danke für euren Support, danke für die Kommentare, danke für die Daumen nach oben und ja, danke fürs Zuschauen an der Stelle. Ich habe natürlich alles Wichtige in den Shownotes auch zu @broski verlinkt und wünsche euch noch eine gute Zeit. In dem Sinne bin ich raus, euer Toxi, nur der BVB, aber nur der BVB. Macht's gut.